Na gut. Du kennst dich doch hier aus, oder? Was willst du wissen? Was hältst du von den Dämonenjägern? Das ist ein verwegener Haufen. Prellen aber nie die Zeche. Angeführt werden sie von einem Druiden. Der Name von dem alten Zauselbart ist Eldrick, aber ich sehe ihn nur selten. Ich komme gut mit ihnen klar. Wenn sie nicht wären, wer weiß, ob hier dann überhaupt noch ein Stein auf dem anderen stehen würde. Erzähl mir mehr über Eldrick. Den wirst du hier wohl nie antreffen. Doch, haben wir schon. Hat sich in der Zitadelle eingenistet wie eine Bettwanze. Hab gehört, dass er mal ein ziemlich gutmütiger Kerl gewesen sein soll. Aber Kalador scheint ihn verändert zu haben. Scheint kein Risiko mehr zu scheuen, der alte Knochen. Was kannst du mir über Kalador erzählen? Kalador ist mehr als nur die Heimat der Dämonenjäger. Kalador besteht hauptsächlich aus hartem Fels, Wald und Ruin. Haben hier ein besonderes Klima. Verträgt nicht jeder. Schätze, die Eingeborenen würden hier nicht glücklich werden. Was kannst du mir über Yvette erzählen? Oh, sie ist jung, sie ist hübsch. Und wenn du nicht aufpasst, stehst du ohne Hosen da. Klingt nicht schlecht. Nein, Mann. Ich will damit sagen, dass du auf dein Gold aufpassen sollst. Ach, das meinst du? Natürlich. Also hör auf meinen Rat. Erzähl mir was über die Ruinen. Tja, die stehen schon ewig hier. Und ich kann dir nicht sagen, wer ihre Erbauer waren. Die einzige Ruine, die außer der Taverne bewohnt wird, ist die alte Zitadelle. Dort haben die Dämonenjäger Quartier bezogen. Was in den anderen Ruinen haust, will ich gar nicht wissen. Stecken sicher einige Geheimnisse und Gefahren unter all dem Moos. Die werden wir alle lüften. Bring mir etwas bei. Wenn das Gold stimmt, gerne. Schnapsbrenner und Trinker, das war mir sowas von klar. Zeig mir deine Ware. Was hat denn der? Proviantfusel. Haufenweise Zeug. Wir müssen auch mal wieder verkaufen. Bald. Aber das kann ich vielleicht doch mal machen, wenn ich aufgehe. Und dass wir da ein bisschen Gold haben. Kramer, wer bist du denn? Hey, suchst du etwas Bestimmtes? Die Schnauze. Warum? Kannst du es mir denn beschaffen? Möglicherweise. Also ich habe hier ein paar schöne Stücke auf Lager. Du musst mich nur fragen. Taschendiebstahl. Altes Wissen und ein Fechtschwert. Nicht verkehrt. Reisender Händler? Ja, richtig. Mein Zuhause ist überall und nirgendwo. Das kenne ich. Und wie ergeht es dir hier? Ich habe mich bisher mit dem Handel von Kleinkram, Ringen und Amuletten über Wasser gehalten. Was meinst du? Kommen wir ins Geschäft? Dich kann ich doch sicher zu einem Trinkspiel zeig erstmal deinen okay. Kram. Okay, zeig mir deinen Kram. Bombe, uralter Degen. Aha. Uralter Ohrring. Aha, Bolzen, Silberteller, Rubin, Jadestein, Ohr. Golemherz, Schwanzstachel. Ah ja, nix Gescheites. Trinkspiel? Dich kann man doch sicher zu einem Trinkspiel überreden. Kann man schon, aber nur wenn die Kasse stimmt. Ich trinke mir immer bis mittags einen in der Taverne. Fordere mich dann ruhig heraus, wenn du deiner Leber traust. Na gut. Dann sieht man sich in der Taverne. Altes Wissen. Kommt da jetzt jemand? Ah, mach, dass du herkommst! Ach, das ist den seine Hütte. Hätte mir vorher sagen können. Afdor. So, ein Silberteil nehmen wir uns noch mit. Was gibt's denn hier oben? So, da kommt uns zumindest mal keiner gefolgt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ah, okay. Gibt es auch noch nichts Besonderes. Da gibt es einen Pilz höchstens. Zack. Aber auch nichts mega mördermäßiges. Das Mo, dem hatten wir schon auf die Fresse gehauen. Und Mick, wer ist denn Mick? Ach, sag mal, du hast nicht zufällig ein bisschen Fusel dabei? Mir fällt sonst das Sprechen schwer. Hier will wohl jeder was zu trinken von mir. Ist es ein Wunder? Hat ja auch kaum einer Kohle. Also kriege ich jetzt meinen Fusel oder nicht? Ach. Hier,
Eine Flasche weniger bringt mich nicht um. Danke. Besser als das Abwasser der Spelunke. Den Mist, den der Wirt mir serviert hat, kannst du ja kaum trinken. Wenn ich erstmal Dämonenjäger bin, läuft hier einiges anders. So wie der aussieht, wird er niemals aufgenommen. Ne. Warum sollten die Dämonenjäger dich aufnehmen? Typen aufs Maul zu hauen, kriege ich hin. Aber das genügt denen ja nicht. Laber mir was vor von Traditionen und Verpflichtungen. Ich meine, seien wir mal ehrlich. So ein alter Opa führt die Kerle an. Kann ja nichts werden. Mit mir als Anführer könnten wir es allen zeigen. Aha. Ich glaube, die Dämonenjäger sind nicht das Richtige für dich. Ach, und was soll ich dann machen? Zurück zur Piraterie? Nein, danke. Werd den Säcken schon zeigen, dass ich es drauf habe. Na dann, zeig denen mal das, was du drauf hast. Ich bin schon gespannt auf jeden Fall. Magischer Kristall. Das ist nicht in Ordnung. Halt die Fresse. Altes Wissen, ich nehme mit, was ich will. So, was haben wir hier drin? Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Oh, Gold. Oh. Können wir uns hier rumtreiben? Wohl nicht. Na gut, machen wir vielleicht mal abends. Ja, ja, alte Fresse. Machen wir vielleicht mal abends, wenn alle schlafen, können wir wieder unsere Diebesfertigkeiten unter Beweis stellen. So, hier hinten ging es auch raus, beziehungsweise gucken wir mal, was es hier gibt in dem kleinen Türmchen. Ein Buch zum Beispiel. Geheimnis der Zitadelle Band 3. Und wir haben noch kein einziges Buch gelesen. Na, ich glaube, für ein Let's Play kann auch irgendwann irgendwas mal zu langweilig werden. Mason? Hey! Hey, wie ist die Lage? Die Jungs sind unterwegs und kämpfen gegen die Schatten. Ich halte die Stellung. Wenn du gekommen bist, um dich uns anzuschließen, geh zu Eldrick. Aha. Ich habe mich noch nicht entschieden. Zögerst du etwa? Dann lass dir gesagt sein, die Schatten zögern nicht. Und es braucht mächtige Magie, um mit ihnen fertig zu werden. Ich schaue mir erst alles an, bevor ich meine Entscheidung treffe. Du willst etwas sehen? Dann komm mit mir auf Nachtwache. Taschendiebstahl, oh, okay. Warum muss ein Dämonenjäger Nachtwache halten? Den Bestien direkt an der Front einzuheizen wäre mir lieber, davon kannst du ausgehen. Aber wer die Flanken nicht zu sichern weiß, kann in Windeseile aufgerieben werden. Außerdem darfst du nicht vergessen, dass wir auch ein Auge auf die Zivilisten werfen müssen. Ohne sie hätten wir niemanden, der uns mit Vorräten versorgt. Stimmt. Wie stark sind die Dämonenjäger? Zu wenig, als dass ein Sieg ausgemachte Sache wäre. Aber genug, um den Schatten entgegenzutreten. Und bis der Tod uns holt, zählt nur eines. Steh deinen Mann und kämpfe. Ich werde dich auf der Nachtwache begleiten. Gut, bereite dich vor, dann geht's los. Ich bin soweit. Lass uns auf Nachtwache gehen. Doch nicht jetzt. Wir gehen nachts los. Leg dich doch erst noch ein paar Stunden in der Taverne aufs Ohr. Ich warte auf dich. Wenn du nachts wiederkommst, gehe ich los. Okay, Nachtwache also. Mit Mason. Das können wir uns ruhig mal gönnen, würde ich sagen. Okay, okay, okay. Geht's überall weiter. Aber wir werden erstmal hier den Weg langlaufen. Porter, genau, mit dem wollte ich noch reden. Ich habe gerade keine Zeit. Ich muss nachdenken. Probleme? Du machst dir kein Bild. Warst du schon immer auf Kalador? Ich bin früher viel zur See gefahren. Hab schon einige Abenteuer hinter mir. Ich bin sogar schon ein paar Eingeborenen begegnet. Harte Jungs, sag ich dir. Aber begraben wir die alten Zeiten. Die sind vorbei. Was ist mit dir? Haben dich auch die grünen Feuer hergelockt? Eigentlich nicht. Nein, eigentlich nicht. Es waren eher die Schatten. Das ist gut zu hören. Wir Dämonenjäger können im Moment wirklich jede Hilfe gebrauchen. Also, was genau ist dein Problem? Okay, pass auf. Yvette hat von mir ein Amulett bekommen, was mir nicht gehörte. Oh. Du hast Yvette ein gestohlenes Amulett geschenkt? Ich hab's vom Friedhof genommen. Ich dachte, die Toten kümmern es einen Dreck. Falsch gedacht. Ich sag dir besser nicht, was für Albträume mich auf einmal plagen. Kannst du nicht Yvette das Amulett wieder abnehmen und es zurück zum Friedhof bringen? Ich kann das nicht machen. Ich kann ihr ja schlecht etwas schenken und dann wieder zurückverlangen. Mhm. Warum sollte ich deinen Mist ausbaden?
Jemand wie du kann doch sicher nie genug Gold haben. Und ich schätze, da werden wir uns sicher einig. Na gut. Ich sorge dafür, dass Yvettes Amulett bald wieder auf dem Friedhof begraben liegt. Gut. Und falls du wissen willst, wo der Friedhof ist, findest du ihn unterhalb der Zitadelle. Ganz in der Nähe der Windmühle von Ernestos Hof. Also, ich zähle auf dich. Na gut. Ich habe das Amulett. Und hast du es noch nicht zum Friedhof gebracht? Naja, ich dachte mir, ich sag dir... Nicht denken. Zum Friedhof marschieren. Noch eine unruhige Nacht kann ich echt nicht gebrauchen. Na gut, gehen wir jetzt zum Friedhof. Wir wollten eh gerade die Mücke machen. Und ein wenig Dinge noch hier herausfinden. Uns ansehen und so weiter und so fort. So, und wir gehen erstmal hier hinunter. Hier soll ja angeblich der Friedhof sein. Oh, und Spinnen. Jede Menge Spinnen. Ich glaub's ja nicht. Aua. Wow. Die mich weggeklatscht. Ich glaube, ich spinne hier. Jetzt reicht's mir. Zack. Egal, ob's brutal war. Die war auch brutal zu mir. Also. Eine Fresse. Da können wir gleich ein bisschen Proviant schnabulieren. Und die Spinnen ausnehmen. Oh Gott, noch mehr. Oh Gott, und da haben wir auch noch so eine fette Grabspinne. Bam! Oh. So. Spinnenbein und Auge halten. Die Spinne dürfte K.O. sein. Oh, schön Gold, 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 Gold und Goldsäckchen und noch mehr Goldsäcke. Eieieiei. Und ein Jagdhorn auch noch. Nicht schlecht. Ei, da lag noch was. Gold! Ja, damit. Oh Gott, ich glaube, hier sollten wir nicht runterlatschen. Das sieht mir nämlich nicht so sicher aus. Hier kann man aber bestimmt langlaufen. Guckt mal an. Aha. Cool. Kann man hier richtig langlaufen. Ach, und von dem Friedhof hier hast du es geklaut, oder was? Nee, das sind doch Büsten. Die in einer komischen Form dastehen. Wer hat denn das hier hinterlassen? Ist das ein Zeichen? Für was ist es ein Zeichen? Ich weiß es nicht. Ich meine, die Büsten und das Gold nehmen wir alles mit. So, okay. Das hier war also schon mal nicht der Friedhof. So. Wo ist denn dann der Friedhof? Wahrscheinlich bei den Spinnen unten lang. Hier, noch weiter unten. Sieht aber auch nicht gerade sehr einladend aus, das Gebiet hier. Konnte der nur von hier ein Amulett stehlen? Ist er denn ganz geistesabwesend gewesen bei dieser Aktion, oder was? Oder vielleicht war es ja auch gar nicht von hier, wer weiß das schon. Oh, das ist ein Skelett oder sowas. Wow. Schön gekontert. Jawohl. Oh ja. Erstmal zwei Proviant vernaschen. Der kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Das ist wieder ein anderer. Ich glaube, das ist ein anderer. Ein anderer Verstoßener. Burkes Abbild. Okay. Wer bist du? Endlich! Ein Mensch! Du musst mir helfen! Nö? Du kannst sprechen? Ich bin Burke, einer der Dämonenjäger. Leider ist bei meinem letzten Experiment etwas mächtig in die Hose gegangen. Das sehe ich. Ja, aber noch ist nicht alles verloren. Ich kann die Umwandlung in dieses Ding wieder rückgängig machen. Okay. Erzähl mir von deinem Experiment. Pass auf. Seit ich den Dämonenjägern beigetreten bin, hat mich eine Frage ganz besonders beschäftigt. Was wäre, wenn der Mensch den Tod nicht mehr zu fürchten braucht?
ohne die Angst, wären wir eine Gemeinschaft von furchtlosen Kriegern, die jedem Feind überlegen ist. Also habe ich einen Weg gesucht, verstorbenen Körpern wieder Leben einzuhauchen. Mhm. Sieht so aus, als hättest du es geschafft. Ja, denkst du, ich habe mir das so vorgestellt. Ich will meinen Körper zurück. Hätte ich bloß die Finger von diesem Zauber gelassen. Meinen Geist in diese Knochen wandern zu lassen, war jedenfalls nicht der Plan. Sieht so aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Gut erkannt. In diesem Zustand zur Zitadelle zurückzukehren, ist keine gute Idee. Meine Waffenbrüder würden sofort ihre Klinge ziehen und auf mich losgehen. Es sei denn, du begleitest mich und passt auf, dass keiner auf dumme Gedanken kommt.